Die Seele der Flammen. Im Augenblick war es leicht, auf Jakob nur zornig zu sein. Noch spürte sie den Verlust nicht in seinem ganzen Ausmaß. Dafür schmerzten ihre Hand und ihr verletzter Arm inzwischen so sehr, dass sie bei jeder Bewegung fluchte. Sie hatte die Fensterläden aufgestoßen und in dem nächtlichen Fluss nach dem anderen Gesicht gesucht. Aber das Mädchen blieb verschwunden und hatte Jade mit nichts als ihrer Spiegelung zurückgelassen. Am liebsten wäre sie sofort zu Faun gegangen, aber sie wagte sich weniger denn je in das Erdgeschoss zum Bankettsaal. War er überhaupt im Haus? Eines sprach dafür, Jade verhielt sich ruhig, aber Jade bekam eine Gänsehaut, wenn sie daran dachte, dass er lauernd in seinem Käfig saß und in der Luft witternd ihre Spur suchte. Sie zog ihren Rucksack unter dem Bett hervor und begann zu packen. Sie würde das Haus heimlich verlassen. Wenn Jakob bemerkte, was sie vorhatte, würde er alles tun, um sie zurückzuhalten. Doch sie hatte ihre Entscheidung getroffen, und es erschreckte sie beinahe, wie unausweichlich und logisch ihr dieser Schritt erschien. So als hätte sie in ihrem Inneren schon längst gewusst, dass dieser Tag kommen würde. Die Schnitte brannten, und es war mühsam, ihre Habseligkeiten mit der verletzten Hand in den Rucksack zu stopfen. Sie brauchte nicht viel Platz für ihre Sachen. Einige ihrer Schätze, Kleidung, ein zweites Paar Schuhe und ein Messer. Und natürlich das Foto, das Jakob aus dem Badezimmer geholt hatte. Es war noch feucht und wälzte sich an den Rändern. Jade setzte sich auf das Ebenholzbett und schlug das zerfledderte Tagebuch auf. Im hinteren Drittel fanden sich unbeschriebene Blätter, zwischen die sie die Fotografie legte. Einem Impuls folgend blätterte sie die erste Seite auf und las die Zeilen in geschwungener Handschrift. »Du sagst, es gibt nichts Schlimmeres als den Tod, Lauren. Aber das ist nicht wahr. Die Liebe ist das schlimmste Gift von allen.« Rasch klappte sie das Buch zu und schob es ganz unten in den Rucksack. Sie wartete eine ganze Weile auf Faun, bei Kerzenlicht, da sie die Dunkelheit nicht ertrug. Angestrengt lauschte sie jedem Geräusch, hin und her gerissen zwischen Schreck und Hoffnung. Schließlich hielt sie es nicht länger aus und riss die Tür auf, um zur Treppe zu gehen. Eine schattige Bewegung an der Wand ließ sie zusammenfahren. Jay? Doch dann glänzte im Kerzenlicht, das in den Flur fiel, helles Haar auf. Erleichterung ließ sie ganz schwach werden. »Faun, wo warst du so lange?« flüsterte sie. Er saß mit dem Rücken an die Wand gelehnt, die Ellenbogen auf die Knie gestützt, die Hände im Haar vergraben. Jetzt hob er ruckartig den Kopf. Seine Augen waren rot, als hätte er geweint. Jade stürzte zu ihm und kroch in seine Umarmung. Er küsste ihre Stirn, ihr Haar, und sie kümmerte sich nicht darum, dass die Wunde am Arm höllisch brannte, als er sie an sich drückte. Zum ersten Mal fühlte sie sich wieder sicher und geborgen. »Jay hat versucht, mich zu töten«, sagte sie, nachdem sie mit Faun ins Zimmer getreten war und die Tür geschlossen hatte. Er stürzte zu ihr und umarmte sie. Sein Kinn strich über ihr Haar. »Es war meine Schuld. Ich war nicht da. Ich war nicht da, um dich zu beschützen.« Das Stocken in seiner Stimme kannte sie nicht. Unwillkürlich begann sie zu zittern. »Ist er wieder im Käfig?« Ein Nicken. Sie hatte erwartet, dass er etwas sagen würde, doch er hielt sie nur fest und schwieg. Jade schloss die Augen. Sie wusste nicht, ob sie Jakob jemals wieder glauben konnte, aber es war leichter denn je, Faun zu vertrauen. »Die Echos kommen aus dem Fluss, hast du das gewusst?« fragte sie. Faun lockerte seinen Griff und ließ sie schließlich zögernd los. »Seit gestern, ja. Tam hat es herausgefunden. Die Lady wollte deshalb alle Kanäle in der Stadt zuschütten und die Ufer bewachen lassen.« »Wollte?« »Der sie aus dem Fluss herbeigerufen hat, ist tot. Ohne ihn sind sie schwach. Tam sagt, im Fluss sind sie nicht viel mehr als ein Widerhall aus der Vergangenheit.« Bis zu der Erwähnung von Tams Namen hatte Jade vorgehabt, Faun von den Händen und dem Mädchen zu erzählen. Nun aber besann sie sich wieder darauf, dass Faun und sie immer noch in verschiedenen Lagern kämpften. »Sie werden an Kraft verlieren und in den Tiefen verschwinden.« Seine Stimme klang seltsam tonlos, und als sie den Kopf hob und ihn ansah, oszillierten seine Augen in diesem seltsamen Zwischenton aus Schwärze und Honigrot. »Du gehst?« fragte er mit einem Blick auf ihren Rucksack. Jade nickte und trat einen Schritt zurück. Für das, was sie nun sagen würde, brauchte sie nicht nur ihren ganzen Mut, sondern auch etwas Abstand. »Ich bleibe nicht im Larimar«, sagte sie mit fester Stimme. »Nicht mit Jay und auch nicht mit Tam.
Wenn es sein muss, gehe ich allein, aber in dem Boot ist doch Platz für zwei Leute. Die Frage hing bleischwer im Raum. Faun biss sich auf die Lippen und betrachtete den Rucksack. »Ich weiß, wo wir Unterschlupf finden«, fügte Jade hinzu. Inzwischen raste ihr Herz so sehr, dass sie meinte, ihr Blut rauschen zu hören. Und dann gab Faun ihr Faun, dem sie vertraute, eine Antwort, die ihr den Boden unter den Füßen wegzog. »Es ist besser, wenn du gehst«, sagte er. »Eigentlich war ich nur hier, um mich von dir zu verabschieden. Wir sollten es beenden, Jade.« Ihr Körper begriff, was die Worte bedeuteten, denn ihre Hand suchte Halt am Bettrahmen. Ihr Verstand aber wollte es nicht glauben. »Das verstehe ich nicht«, flüsterte sie. »Gestern sagtest du, du würdest zurückkommen. Du würdest mich überall finden.« Er wich ihren Blick aus, sondern hob das Kinn und straffte die Schultern. »Gestern dachte ich noch, ich könnte dich beschützen.« »Ich will keinen Beschützer«, fuhr sie ihn an. »Ich will nur, dass du mir erklärst, was das soll.« »Ich habe darüber nachgedacht, Jade, und die Geschichte mit uns hat keine Zukunft.« »Die Geschichte? Wir sind nichts weiter als eine Geschichte?« Längst achtete sie nicht mehr darauf, ob ihre Stimme auf den Flur hallte. »Das passiert nicht wirklich«, dachte sie benommen. »Nicht mir, oh nein, es ist ein Traum.« Faun schluckte zwar, aber der harte Ausdruck in seinen Augen ließ ihn kühl und unnahbar wirken, wie bei ihrer ersten Begegnung. »Wir werden uns nicht mehr sehen müssen«, sagte er mit einer Sachlichkeit, die Jade wie ein Hieb in den Magen traf. »Tam und ich verlassen morgen das Larimar. Bis der Hafen wieder für die Handelsschiffe freigegeben wird und wir abreisen können, werden wir in einem der Adelspaläste bleiben.« »Es ist also wegen Tam? Bist du sein Sklave? Hat er dir befohlen, dich von mir fernzuhalten?« Die Muskeln an seinem Unterkiefer arbeiteten. Die Tatsache, dass sie ihn an seiner wunden Stelle getroffen hatte, erfüllte sie mit einer grimmigen, verzweifelten Zufriedenheit. »Nein«, antwortete er. »Es ist wegen Jay.« Jade klappte die Kinnlade nach unten. »Er hätte mich beinahe getötet«, rief sie. »Ist dir das gleichgültig? Kannst du zu ihm zurückkehren und so tun, als wäre nichts geschehen? Er ist ein Monster.« »Das ist er nicht«, fuhr Faun sie an. Dann senkte er den Kopf und setzte leise hinzu. »Er ist mein Bruder, Jade.« Jetzt konnte sie nicht anders als zu lachen. Doch Faun reagierte nicht und ihr Lachen verhallte in der Totenstille des Zimmers. »Ich hätte es dir früher sagen müssen«, sagte Faun und strich sich unbehaglich über das Zeichen des schwarzen Feuers. »Was soll das heißen?«, fragte Jade. »Dass Jay ein Mensch ist? Das kann nicht sein. Ich habe Fänge gesehen. Und er hat mich angegriffen und nach mir geschnappt.« Sie spürte, wie die Erinnerung sie einholte und ihr das Blut aus den Wangen wich. Ihr wurde schwindelig. Faun schüttelte den Kopf. »Nein, kein Mensch.« Er leckte sich nervös über die Lippen, bevor er weitersprach. »Bei meinem Stamm gibt es ein Ritual. Wenn ein Kind geboren wird, rufen seine Eltern mit einem Gesang seinen Zwilling aus dem Wald herbei. Es kann Tage dauern, bis ein Tier auftaucht, das bereit ist, seine Seele mit der eines Menschen zu teilen. Sobald es erscheint und das Feuer schwarz wird, bis vor dem Nachthimmel nur noch die blaue Seele der Flammen zu sehen ist, gilt der Pakt als besiegelt. Bei mir war es Jay, der das schwarze Feuer rief. Er blieb in meiner Nähe, während ich heranwuchs. Er passte auf mich auf. Er ließ einen Teil der Beute für mich zurück, nachdem er gejagt hatte.« Jade konnte die Sanftheit in seiner Stimme kaum ertragen. »Und als ich 6 Jahre alt war, verließ ich meine Familie und folgte ihm in den Wald. Es war die Zeit der dunklen Sonne. Manchmal träume ich heute noch davon.« »Die Kinder müssen die Eltern verlassen, um mit einem Tier zu leben?« Faun schien die Verachtung in ihrer Stimme nicht wahrzunehmen. »Wir lernen voneinander«, erklärte er. »Wir lernen, mit dem anderen zu fühlen, zu jagen, und wir bleiben miteinander verbunden, bis der Zwilling stirbt.« Jade musste die Augen schließen. Ihre Gedanken wirbelten durcheinander. »Er ist wahnsinnig. Oder bin ich es, die verrückt wird?« Es kränkte sie, da sie zum ersten Mal begriff, wie wenig sie tatsächlich von Faun wusste. Erst jetzt verstand sie seine Verschlossenheit, das Misstrauen und seinen Zorn, als sie ihn gefragt hatte, ob er ein Mensch war. Wie musste es sich anfühlen, an ein Tier gekettet zu sein? »Wie kann er noch dein Bruder sein, nach dem, was er mir angetan hat?« fragte sie nach einer Weile. »Er kann nichts dafür. Er ist wie ein Schlafwandler«, erwiderte Faun.
Du verteidigst ihn auch noch? Wer ist schuldig? Der, der den Abzug einer Waffe drückt, oder die Waffe selbst? Jay gehorcht Tams Befehlen, so wie die Blauhäher und die anderen Wesen, die er mit seiner Stimme in seinem Bann hält. Tam hat ihn eingefangen, indem er ihn in eine Falle lockte, in einer Schlucht. Und sobald Jay seine Stimme hörte, hat er sich nicht mehr gegen das Netz gewehrt. Aber du hast dich gewehrt. Ja, die Narben an Tams Handgelenken stammen von mir, erwiderte er trocken. Ich versuchte, Jay zu befreien, aber ich war zu schwach. Ich war erst 11 Jahre alt. Warum bist du nicht später mit Jay geflohen? Weil er mir nicht folgen würde. Und was glaubst du, warum Tam den Käfig so gut verschließt? Ich kann ihn nicht allein lassen. Wir sind unlösbar miteinander verbunden. Aber dich würde er töten. Jetzt kennt er deine Witterung. Und deshalb ist es besser, wenn wir es beenden. Du verlässt mich also wegen eines Tiers, wegen was, einer Schneekatze? Fawn verschränkte die Arme. Du hast ihn gesehen. Beinahe hätte sie wieder gelacht. Für einen Moment sah sie die Fänge, die Dämonenfratze, die schwarze Haut. Die Bestie am Fenster war also kein Echo. Ich wollte einfach, dass du dich von Tam fernhältst, erklärte Fawn. Und auch von den Echos. Und als du ihn am Fenster gesehen hast, dachte ich, es ist einfacher, mich anzulügen. Sie lachte bitter. Fawn hob den Blick und sah sie ernst an. Hättest du mich lieben können, wenn ich dir von ihm erzählt hätte? Oder hättest du mich so angesehen wie jetzt, als wäre ich selbst ein Tier? Zum ersten Mal erlebte sie, wie hauchfein die Grenze zwischen Liebe und Hass war. Und es war einfacher, viel einfacher, selbst zu verletzen, als den Schmerz zu spüren. Tier oder Sklave, wo ist der Unterschied, Fawn? Du hast die Stirn, auf mich und Jakob herabzuschauen, weil wir, wie du sagst, Sklaven einer Tyrannin sind. Dabei trägst du selbst Tams Brandzeichen auf der Brust. Fawn ballte die Hände zu Fäusten. Verlasse die Stadt, solange noch Zeit ist, sagte er mit mühsamer Beherrschung. Es ist nicht dein Krieg, Jade. Und es ist nicht mehr deine Angelegenheit, wohin ich gehe oder nicht, zischte sie. Du gehst zu ihm, nicht wahr? Zu deinem Freund vom Boot. Jade nahm ihren Rucksack und ging zur Tür. Als sie schon die Klinke in der Hand hatte, blickte sie noch einmal zurück und warf Fawn einen vernichtenden Blick zu. Auch das geht dich nichts mehr an. Obwohl Martin der einzige Mensch zu sein scheint, der mich nicht belügt. Fawn erstarrte. Voller Genugtuung sah sie, wie sehr ihre Worte ihn trafen. Seine Mitternachtsaugen glommen in diesem gefährlichen Licht auf, sein Mund wurde zu einem harten Strich. »Wenn ich frei wäre«, sagte er mit dieser absoluten Aufrichtigkeit, die ihr jetzt ins Herz schnitt wie ein vergiftetes Messer, »würde ich mit dir gehen, wohin du willst.« »Du bist aber nicht frei«, gab Jade unbarmherzig zurück. »Du bist jemand, dem eine Bestie wichtiger ist als ich. Bleib mir von Leib, Fawn. Und komm nie wieder in meine Nähe.« Sie wandte sich ab und riss die Tür auf. »Du bist es nicht«, dachte sie, während sie zum letzten Mal den Flur entlang ging. »Ich habe einen anderen Fawn geliebt.«